Wir verlassen für einen kurzen Augenblick das erste Swiss Food Service Forum und gehen nach Aarau. Bereits zum fünften Mal ist Vegan Mania durchgeführt worden. Eine Veranstaltung rund um vegane Produkte, wobei nicht nur das Kulinarische im Vordergrund gestanden ist. Mit über 80 Ständen ist Vegan Mania das grösste vegane Strassenfest der Schweiz. Bei diesem Food-Angebot macht jedes vegane Herz Luftsprünge. Vom Burger bis zum Kebab, bis hin zum asiatischen Nudelgericht. Selbstverständlich alles ganz ohne Fleisch. An der Vegan Mania werden sämtliche kulinarischen Gelüste gestillt. Das Angebot beschränkt sich aber nicht nur auf Essbares. Veganer sind nicht spezifisch irgendwie eine Gruppierung, die nur ein Interesse hat. So tun Veganer Salsa tanzen, sie machen sich gerne Tattoos oder sie tun gerne kochen. Und somit wollen wir einfach alles zeigen, was möglich ist. Ein Straßenfest für jedermann, der nicht nur Veganer sind und fühlen sich angesprochen. Ich denke, es ist auch wichtig, nicht immer nur Fleisch zu essen, sondern auch halt andere Varianten zu haben. Ich denke, sie haben jetzt mittlerweile mega feine Rezepte, die halt auch gesund sind. Die Vielfältigkeit, mal etwas Neues zu sehen, interessant, ja. Wir waren noch nie an so einem veganen Fest und mal schauen, wie das abläuft und ein bisschen tiefer in das Metier reinkommen. Also, ja. Ja, vor allem das neue Produkt probieren, weil man ja online kann man nur bestellen und weiss nicht, wie es schmeckt. So die Vielfalt auch, also es, ich sage natürlich auch das Essen natürlich. Es gibt halt wirklich extrem viele verschiedene Sachen und auch eben, es ist wirklich wie so alles vertreten ist, sagen wir irgendwie Kleider und Essen und Körperpflege und einfach alles, was eigentlich so ein bisschen, was echt so ein bisschen braucht in dem Sinne. Nur mit veganen Foodständen alleine lässt sich der große Zulauf wohl kaum erklären. 5000 Besucher pilgern nach Aarau, die das Straßenfest hautnah erleben wollen. Wortwörtlich. Denn der große Renner sind Tattoos. Ausschließlich mit veganen Produkten. Bei Tattoos ist schon so, dass es oft Shell-Lack drin hat. Das sind Lüs, oder? Oder es wird von Lüs gewonnen, der Shell-Lack. Und somit ist Tattoo eigentlich im Normalfall nicht vegan. Und wir haben hier vegane Tattoo-Artisten auf Platz, die diesen Stoff nicht in ihren Farben drin haben. Wir schauen bei den Farben, dass die von Herstellern sind, die sagen, also klar zertifizieren, dass die vegan sind. Bei anderen Sachen, sogar beim Klebeband, schauen wir, dass der Klebstoff vegan ist. Und das zieht sich dann durch alles, was wir im Studio brauchen, durch. Die Tattoos werden gegen eine freie Spende gestochen. Beliebtes Sujet, das Swissvec-Logo. Swissvec ist die Organisatorin des Anlasses. Eine Organisation, die sich der Anliegen der Veganer und Vegetarier in der Schweiz annimmt. Bis jetzt gastierte das schweizweit größte vegane Straßenfest in Winterthur. Weil dort die Platzverhältnisse nicht mehr ausreichen, wählen die Organisatoren Aarau als neuen Austragungsort. Eine neue und zusätzliche Herausforderung für die lokale Gastronomie. Denn vegan ist mehr als nur ein Trend. Die Lokalgastronomie ist natürlich je länger, je mehr gefordert, weil Leute auch in Aarau zum Beispiel vegan leben. Und das auch nachfragen, oder? Und gerade mit so einem Fest, das haben wir auch im Winterthur gesehen, verändert sich die Gastronomie mit dem Angebot. Es gibt mehr vegane Speisen, sie deklarieren es besser. Und das freut uns natürlich, dass wir so etwas bewegen können.